Ja, hallo und herzlich willkommen beim Lupa Outdoor. Heute sind wir mal nicht im Wald unterwegs, beim Trekken oder beim Buschkraften. Heute wird mal draußen gekocht und zwar im Dutch Oven. Jetzt im Februar, da wird es wieder ein bisschen kälter, da sind so Dutch Oven Sachen einfach total genial. Und ich habe ein Rezept mir ausgedacht, das habe ich schon öfter gemacht und das würde ich euch heute mal zeigen. Die griechische Bombe aus dem Dutch Oven. Und wenn ihr wissen wollt, was das auf sich hat und wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. So, an Hardware brauchen wir folgende Sachen für das Gericht. Natürlich den Dutch Oven selber, da habe ich jetzt den 10 Zoll Campchief dabei mit einem Deckelheber. Eine Schüssel, da werden wir nachher die Füllung mit anrühren. Zwei Paar, ja, Handschuhe, zwei Messer. Ich habe nämlich heute ein bisschen Hilfe beim Schneiden. Ein Einstichthermometer, ein Pinsel, ja, und ein Brett. Und das war es eigentlich schon, was wir an Hardware brauchen. Aber Software kommt noch einiges mehr dazu, das zeigen wir euch jetzt. Für unsere griechische Bombe brauchen wir folgende Zutaten. Und zwar einmal 2 Kilogramm gemischtes Hack. Zum Anbinden 2 Eier. Dann benötigen wir 600 Gramm Bacon. Eine Handvoll Cocktailtomaten. Ein Schälchen Reis. Weißkrautsalat. Wasser rausgedrückt, so auf Schneeballgröße etwa. Ein Schälchen Oliven. 5 bis 6 scharfe Peperoni. Hier 375 Gramm Schafskäse. 250 Gramm geriebenen Käse, 5 Schalotten, 2 Knoblauchzehen, haben wir ein griechisches Gewürz und ein mediterranes Gewürz. Dann habe ich zwei Dosen passierte Tomaten. Ob wir die alle beide brauchen, das werden wir sehen, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Eine Barbecue-Soße, in diesem Fall habe ich meine selbstgemachte Master Cebuana-Soße, eine Paprika, eine rote und zum Schluss Pfeffer und Salz. So, der erste Schritt, den wir machen, ist, dass wir unseren Dutch Oven mit dem Bacon auslegen werden. So, nachdem wir den Dutch Oven jetzt schnell mit dem Bacon ausgelegt haben, geht es weiter, indem wir ja, unser Hack fertig machen und den von innen richtig schön einmetten. Dazu nehmen wir erstmal 500 Gramm, also ungefähr ein Viertel von dem Hack wieder raus. Das brauchen wir nachher noch für die Füllung. Noch ein bisschen so vielleicht. Und den Rest werden wir jetzt mit unserer Gewürzmischung und mit den Eiern auch nicht durchkneten. Macht da so viel ran, wie ihr mögt, nach Belieben. Der eine will ein bisschen mehr, der andere will ein bisschen weniger. Ich mache es ganz gerne, wenn da ein bisschen mehr dran ist. So. Aber erstmal weniger reinmachen. Nachkippen kann ich immer noch, rauskriegen ist immer schwierig. Die beiden Eier noch mit rein. Ja, und dann fleißig, fleißig durchkneten. So circa 4-5 Minuten. So, das Hack ist jetzt so fertig. Nochmal ein, zwei Worte zu dem Gewürz. Ich habe jetzt hier das von Red Star Cooking. Das ist so mein Lieblings-Griechenland-Gewürz. Da könnt ihr aber jedes andere nehmen, was ihr da haben wollt. Das spielt überhaupt keine Rolle, so wie das ganze Rezept hier. Wenn ihr eins nicht wollt, wenn ihr von einer Sache mehr haben wollt, schmeißt einfach was anderes mit rein. Das so vom Grundsatz her, das ist, dann könnt ihr das auch noch griechische Bombe nennen nachher. So, wir verteilen das gewürzte Hack jetzt hier auf dem Boden. Ich würde sagen, so ein vielleicht Zentimeter, anderthalb Zentimeter dicke Schicht drauf. Da gehen wir jetzt nicht mit dem Zollstock bei. Und wenn wir den Boden fertig haben, fangen wir an, auch die Seiten einzumetten. Quasi ein Korb aus Mett haben oder aus Hack, sagen wir mal. So, nachdem wir das jetzt schön mehr oder weniger gleichmäßig verteilt haben, kommt hier jetzt auf dem Boden eine Geheimzutat rein. Das ist nämlich Tzatziki. Das ist Geheimzutat, weil ich das vorher geheim gehalten habe und das nicht mit vorgestellt habe. Habe ich vergessen bei der Aufzählung der Zutaten. Schmieren hier den Boden schön mit Tzatziki ein. Ich habe jetzt hier ein Schälchen mit 500 Gramm, die werden wir nicht ganz brauchen, aber die können wir nachher noch schön als Beilage essen, wenn das Essen fertig ist. So sieht es gut aus. Dann hat der Dutch Oven jetzt erstmal kurz Pause und wir kümmern uns um unsere Füllung. Und dazu müssen wir ein bisschen schneiden. Ja, für die Schnippelarbeiten habe ich ja gesagt, habe ich heute ein bisschen Hilfe dabei.
Michael und Luca helfen nämlich auch mit. Die gehören ja übrigens auch mit zum Team von Miluba Outdoor. Man denkt immer, das bin nur ich, weil ich meist zu sehen bin. Aber nee, das ist ein Familienkanal. Die beiden sind da auch mit bei und stehen sonst meist hinter der Kamera. Oder Luca schneidet meist die Videos. Das kann er ganz gut. Ja, und jetzt machen wir mal die Füllung fertig. Tomaten werden gefittelt und die Paprika in Streifen geschnitten. Ja, die Schalotten schneiden wir jetzt auch schön klein. Die werden wir gleich noch zusammen mit dem Hackfleisch anbraten und dem Knoblauch. So, die Zutaten sind jetzt alle klein geschnitten. Hier drin kommt jetzt noch dazu der Krautsalat. Dann kommt dazu der Reis. Und ca. 50% von diesem geriebenen Käse. Ich habe hier Emmentaler genommen, da könnt ihr, wie bereits gesagt, nehmen, was ihr möchtet. Den Rest, der kommt nachher oben drüber. Dann haben wir hier noch Zwiebeln, Knoblauch und das Hack, was ich abgefüllt hatte. Und das braten wir jetzt zusammen erstmal in der Pfanne an, beziehungsweise auf dem Deckel vom Dutch Oven. So, dann kommen unsere Schalotten dazu. Na, da ist eine abgehauen. So, dann würzen wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer. Und dann ist es auch schon soweit, dass unser Knoblauch mit rein kann. Der darf nicht so lange mit dran, sonst wenn der anbrennt, dann wird er bitter. Ja, rüsten wir noch kurz an. Und dann kommt das auch zu den anderen Zutaten mit in die Schüssel für die Füllung. So, wir haben jetzt alle Zutaten für die Füllung hier in der Schüssel drin. Jetzt kommen noch 2 bis 3 Esslöffel von dem mediterranen Gewürz dran. Ne, das war das Griechenland-Gewürz. Und die gleiche Menge von dem mediterranen. Jetzt haben wir es hier. Und dann mengen wir es ordentlich durch. Ein bisschen Tzatziki mit dran. So sieht sie schon richtig gut aus. Und so füllen wir sie jetzt in den Dutch Oven ein und drücken sie dann ein bisschen fest. Wenn wir das soweit haben, kommen unsere passierten Tomaten drüber. Na, eine halbe vielleicht noch. Darauf machen wir noch mal ein bisschen was von der mediterranen Gewürzmischung. Und den zweiten Teil von dem Streukäse. Mal gleich mal die Hände sehen. Läuft. So, wenn wir das soweit drin haben, klappen wir den Bacon jetzt oben hier rüber. Kann ruhig ein bisschen Zucht drauf sein. So, in der Mitte ist er noch nicht ganz dicht. Ja, vorhin noch ein bisschen Bacon über. Da kann ruhig ordentlich drauf. Ja, so haben wir es drin. Dann kommt der Deckel vom Dutch Oven drauf. Und da ist sie drin, die griechische Bombe. So, ich habe den Dutch Oven jetzt hier auf dem Gasgrill platziert. Ich habe den eingeregelt auf 180 Grad, so 180 bis 200 Grad würde ich ihn einregeln, indirekte Hitze, sprich links ein Brenner an, rechts ein Brenner an, in der Mitte den Dutch Oven. Man kann das natürlich auch mit Kohlen machen. Ich habe es jetzt, ich hatte den sowieso gerade an den Grill, da habe ich gesagt, komm her, wir machen es jetzt auf dem Gasgrill. Ja, wir lassen das Ding jetzt, ja, sag mal eine Dreiviertelstunde etwa,
erstmal drin, dann schauen wir es uns an. Wir müssen eventuell noch ein bisschen was von der Feuchtigkeit abgießen, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Dafür habe ich den Reis eigentlich auch mit reingepackt, damit sich da unten nicht so viel am Boden absetzt. Aber das gucken wir uns mal an und lassen ihn jetzt einfach mal eine Dreiviertelstunde in Ruhe vor sich hin köcheln. Dann sehen wir uns wieder. So, eine Dreiviertelstunde ist jetzt um. Schauen wir mal eben rein. Jawohl. Riechen tut das richtig gut. Flüssigkeit ist schon noch einiges drin. Ich denke, da werde ich gleich mal ein bisschen was noch von abgießen. Ja, und dann brauchst du aber auch noch ein bisschen. Ich denke, danach werde ich es noch mal eine weitere halbe Stunde so drin lassen. Ja, und dann gucken wir noch mal nach. So, eine Stunde 50 sind jetzt tatsächlich vergangen. Zwischenzeitlich habe ich zweimal die Feuchtigkeit abgegossen. So, und jetzt nähern wir uns ja final dem Ende. Und ich streiche oben den Becken die Oberfläche mal mit der Barbecue-Soße ein. Und dann brauchst du noch, ja, ich weiß es nicht, Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht noch. An sich müsste es fertig sein. Wir haben jetzt eine Innentemperatur von guten 70 Grad. Vielleicht streichen wir das auch noch ein zweites Mal ein. Erstmal bleibt es jetzt so. Habe jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde den Deckel auch offen. Ja, wir geben ihm noch mal ein klein bisschen Zeit. So, 2 Stunden 10 Minuten und wir haben unser Ziel, denke ich mal, erreicht. Ach, das riecht hervorragend im kompletten Garten. Wir nehmen den Topf mal runter. Stellen wir hier drauf. Versuchen einfach mal, ob wir es mal anschneiden können und ob wir es ordentlich unfallfrei auf den Teller kriegen. So, da haben wir es doch ganz gut rausgekriegt jetzt hier, unsere griechische Bombe aus dem Dutch Oven. Bisschen Tzatziki habe ich drauf gemacht, ja. Ich hatte die scheiß Idee, also muss ich auch probieren als erster. Das mache ich auch mal. Aber was soll da groß schief gehen? Alle Sachen, die ich gerne mag, habe ich da reingeschmissen. Oh, geil. Bisschen Fleisch nochmal mit dabei hier. Absolut genial. Macht das unbedingt mal nach. Super geiles Rezept. Auch wenn das Video, das war unser erstes Kochvideo, vielleicht noch ein bisschen holprig rüberkam, aber das Rezept ist total geil. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, lecker. Teller holen, ab geht's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.